Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. In der heutigen Tagesenergie sehe ich, dass du eine absolut gesunde Einstellung bekommen hast. Wow! Du sagst dir heute oder in den nächsten Tagen, so what? So what? Na und? Na und? Es ist gut möglich, dass Menschen um dich herum, vielleicht der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, der Kollege, die Kollegin oder Kunden oder wer auch immer es auch ist, der oder die dich kritisiert und dich niedermachen will oder unzufrieden ist mit dem, was du da tust, wie du bist, oder man möchte dir keine Gefühle zeigen, man behandelt dich als kalt, man zeigt dir die kalte Schulter. So what? Früher waren das Dinge, die haben dich aus der Bahn geworfen. Du warst freundlich zu jemandem und diese Person war arrogant, kalt, hat dir die kalte Schulter gezeigt, hat dir vielleicht die Hand nicht ausgestreckt oder hat dich kritisiert und du weißt gar nicht warum. Oder. Das kann wirklich in allen Bereichen deines Lebens sein. Das kann jetzt heute oder nächsten Tagen im Job sein, innerhalb der Familie, in der Partnerschaft, Freundschaft, Clique, Nachbarn. Wer immer an dir meckert und mosert oder dich mit Liebesentzug bestrafen will, dein Motto lautet, so what? So what? Du bist so gut geworden im Händeln deiner Gefühle, im Händeln deiner Emotionen. Es ist, als ob deine Seele oder deine Emotionen einen Neoprenanzug haben. Das heißt, alles Wasser perlt an dir ab. Alle Emotionen, Negativitäten prallen an dir ab. Es juckt dich nicht mehr. So what? Na und? Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht. So what? Okay, du hast ein Problem mit dir selbst und projizierst das auf mich. So what? Okay, du willst mir deine Liebe nicht geben. Du willst mir beweisen, dass du cool bist und dass du voll die geile Schnitte bist, dass du voll der geile Hengst bist. Na und? So what? Mach, was du meinst. Mach, was du glaubst, tun zu müssen. Es juckt mich nicht mehr. Und das, mein Schatz, ist eine absolut geniale Einstellung, die du an den Tag legst. Du hast so eine dicke Haut dir angeeignet, so ein dickes Fell, wie man so schön sagt, dass es dich nicht mehr tangiert. Im Gegenteil, ich sehe, dass du hier... Okay, was mache ich jetzt? Eben gerade hat dich jemand niedergemacht oder der Nachbar ist irgendwie blöd zu dir gewesen oder deine Kollegin hat dir einfach auf unfreundliche Art und Weise irgendeine Mappe hingeknallt und war sehr dominant dir gegenüber, obwohl sie oder er vielleicht überhaupt kein Recht dazu hat, so mit dir umzugehen. Oder dein Partner, deine Partnerin, der ist eine Laus über die Leber gelaufen und jetzt ist man irgendwie stinkig mit dir und du hast überhaupt nichts getan, ja? Oder die Kinder, die rebellieren und flippen aus. Es juckt dich nicht mehr. Dein nächster Gedanke, früher hast du dich zermalmt, richtig fertig gemacht. Dein nächster Gedanke ist, hole ich mir jetzt ein Eis oder gehe ich in die Badewanne? Was mache ich mir? Was tue ich mir jetzt heute Schönes? Oh, heute kommt meine Lieblingsserie. Bam, badam, bam. Also, es juckt dich einfach nicht. Du jonglierst diese Emotionen zwischen negativen Emotionen, die dir entgegengebracht werden. Aber die positiven Emotionen, die du hast, weil du dich auf irgendwas freust oder gut drauf bist selbst, ja, das jonglierst du wie ein Meister. Du bist wie ein Meisterjongleur mit diesen Emotionen. Okay, du lässt es dir sagen, du lässt so mit dir umgehen und dann... Zack, boom, bang, weg ist es. Aus den Augen, aus dem Sinn, aus den Ohren. Und auch in der Sekunde aus deinen Emotionen raus. Wirklich raus. Es ist wie, als hättest du einen Neoprenanzug. Alles, was man dir entgegenbringt, wenn es dir nichts nützt,
wenn es dir nur schadet, wenn es dich nur runterzieht. Und das hast du früher in der Vergangenheit, hast du das alles mit dir machen lassen. Bis ins letzte Detail, wie klein hast du dich machen lassen und in ein Loch bist du gefallen. Und vielleicht sogar in Depression und du hast dir den Kopf zermalmt, was du dieser Person überhaupt angetan haben kannst. Jetzt ist es vorbei. Du bist durch alle Höhen und Tiefen dieser Emotionen durch, die all diese Menschen in der Vergangenheit dir gegenüber entgegengebracht haben, dass du jetzt ein Master geworden bist. Du kannst sie jonglieren, du kannst sie ausblenden, einfach so. Ja? Und du kannst die Positiven einfach so wieder ausblenden oder einblenden. Je nachdem, was du gerade brauchst. Ja? Wenn du Lust hast, dir Gedanken zu machen, warum jemand dir so gegenüber, sich dir gegenüber so verhält, dann, okay, dann lässt du es zu. Dann denkst du ein bisschen drüber nach und dann ausgeblendet. Okay, was mache ich jetzt Schönes? Und wenn du gar keine Lust hast, dann geht das gar nicht erst an dich ran. Und das, mein Schatz, ist einfach sensationell. Sensationell, wie du deine Gefühle gemeistert hast. Du hast so viel gelernt in den letzten Jahren, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Wahrscheinlich war es so viel, so viel, dass deine Seele irgendwann gesagt hat, so, jetzt, rien ne va plus, das Fass ist voll. Und wenn wir, entweder gehen wir jetzt unter oder wir lernen zu schwimmen. Und du hast gelernt zu schwimmen. Und zwar wie ein Meister, wie ein Delfin. Du springst und hüpfst und machst und tauchst, wie du es für dich brauchst. Und das reimt sich sogar. Also es ist völlig egal, was die anderen auf dich projizieren, ob sie es wirklich mit dir haben oder mit jemand anderem an dir auslassen. Was immer diesen Menschen über die Leber gelaufen ist, es tangiert dich nicht mehr. Du bist gut drauf. Bei wieder anderen, das kann aber auch zusammenhängend sein, also es muss nicht nur das ein oder andere Szenario sein, es kann auch dafür stehen, dass beides für dich gültig ist. Denn ich sehe, dass du im Augenblick viele Dinge jonglierst. Du hast unglaublich viel um die Ohren und hier musst du das machen, da musst du dieses erledigen, da musst du dieses und jenes und so. Und irgendwie kann es sein, dass dir ein bisschen die Zeit fehlt, auch mal Dinge für dich selbst zu tun. Das ist aber nicht schlimm. Denn ich sehe nicht, dass es dir schlecht geht. Im Gegenteil, ich sehe sogar, dass es dir anfängt, Spaß zu machen. So, okay, die nächste Challenge. Nächste, bitte. Okidoki. Okay, da muss ich hier die Küche, da muss ich ein Bild aufhängen, da muss ich das, da muss ich noch ein Formular ausfüllen, da muss ich die Oma abholen, da den Hund noch zum Arzt bringen. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Wie ein Oktopus meisterst du die unterschiedlichen Ebenen deines Lebens. Wirklich, wie ein Jongleur. Und dabei geht es dir auch noch gut. Und es ist, als ob du, auch wenn das jetzt ein bisschen strange klingt, aber vielleicht kennt ihr so ab und zu solche Tage. Und so ein Tag ist das wieder. Es kann sogar sein, dass das dir auch so bleibt. Also sprich, dass das eine auch neue Einstellung ist, die du jetzt gemastert hast, die du jetzt gemeistert für dich hast. Also sprich, ein Meister geworden bist in diesen Dingen. Vielleicht hast du mal einen guten Tag gehabt und dann konntest du wie ein Oktopus hantieren und am nächsten Tag Burnout. Aber es ist gut möglich, dass du jetzt so gut darin geworden bist, all diese Dinge zu managen in deinem Leben, dass du zwischendurch auch noch Spaß hast. Also sprich, okay, auf dem Weg hier zur Tankstelle, dann muss ich das noch holen, hier im Blumenstrauß, da einkaufen gehen, dann hole ich mir hier noch das. Ach, das gönne ich mir. Oh, guck mal, da ist ein T-Shirt, das hole ich mir jetzt nochmal schnell zwischendurch. Also es ist, als ob du Verpflichtung und Spaß so immer so zwischendurch einwirfst, so dass es dir nicht schlecht geht, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist wie jemand, der... Ja, der hat jetzt einen Termin und der ist wichtig und da musst du ganz konzentriert sein. Aber auf dem Weg dorthin, dann machst du mal kurz irgendwo Halt und pfeifst dir einen Burger rein oder so. Und hast vielleicht noch einen ganz kurzen Schwatz mit jemandem am Nebentisch und es ist total lustig. Hast du deine halbe Stunde und dann setzt du dich wieder ins Auto und ab geht's in Richtung Pflicht. Okay? Also du siehst, du jonglierst Verpflichtung und Dinge, die nicht so doll sind, mit Dingen, die du gerne tust, die dir Spaß machen.
Ja? Also, das ist wirklich eine tolle Tagesenergie, egal in welcher Reisegruppe du bist, und du könntest sogar in beiden sein. Mach weiter so, du bist auf einem absolut guten Weg, alles das so zu meistern, sei es deine Lebensverpflichtungen, Verpflichtungen dir gegenüber, dem Job, der Familie, Freunde, was auch immer deine Verpflichtungen sind, aber auch alles das, was andere auf dich projizieren oder an dir auslassen, dass das nicht mehr, na, es tangiert dich nicht. Im nächsten Moment, bam, okay, was mache ich jetzt Schönes? Ah, das wollte ich noch machen, richtig. Es ist, als ob es einfach weg ist, wie weggepostet, ja. Dich könnte jemand ganz blöd angebrüllt haben, wegen irgendeinem Parkplatz. Früher hast du eine halbe Stunde dir Gedanken gemacht, warum du angebrüllt worden bist, was hast du bloß getan, warum sind die Menschen so unfreundlich. Das interessiert dich nicht mehr, die Bohne. Eben brüllt dich dieser Mensch an. Im nächsten Moment, okay, ja. Oh, ich freue mich schon, ich freue mich. Oh, da haben die das im Angebot, das hole ich mir jetzt. Das ist wie weggepustet. Mach weiter so, mein Schatz. Du bist auf einem absolut sensationellen Weg. Mit deiner Art, mit deiner Einstellung, mit deinem dicken Fell. Und so, nur so, kannst du im Leben glücklich und erfolgreich werden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Setze dir Ziele und glaube an dich. Du schaffst das. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Bis dann, deine Sensitiva.